So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir wären hier gerade, ja, da kommen sie auch schon. Eieiei. Okay, wir haben natürlich jetzt unsere Außenmauer fertig, aber den zweiten Turm noch nicht. Wir werden es trotzdem ein bisschen schwieriger haben, durchzukommen. Hier ist ja eine Turm, der eine Wachturm noch nicht fertig. Hier sind sie schon durch. Kommen sie wieder mit dem Tribok? Weiß gar nicht, wo der steht. Der schießt irgendwo aus dem Wald heraus. Alter Finne, es ist einfach nervig. Da muss viel mehr passieren in der Richtung. Oh mein Gott. Wir brauchen Eisen, Leute. Es ist kacke. Wir sind schon wieder drin. Und schon wieder haben wir die gleichen Probleme. Alter. Zack, wieder drei Türme kaputt. Es wird langsam brutal teuer, die ständig hier wieder aufzubauen. Okay. Vor allem, weil es auch zusätzlich wieder Eisen kostet. Ich könnte kotzen, echt. Alles kostet Eisen. Dass die auch immer nur von der einen Seite kommen müssen. Immer darüber. Ist ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Scheint unser Schwachpunkt zu sein. Ja, okay. Wobei ich glaube, dass wir überall relativ gut aufgestellt sind. Aber dadurch, dass sie immer genau durch die eine Seite durchpreschen müssen. Macht es das natürlich nicht so einfach. Ich werde auf jeden Fall im größeren Stil Eisen einkaufen, wenn endlich mal ein Händler auftauchen sollte, der Eisen nicht kaufen möchte, sondern auch mal verkauft. Das ist ja der nächste Punkt. Haben wir noch kaputt bekommen? Ja, natürlich. Och nee. Leute, wo sind die Händler? Jetzt ist schon wieder Herbst, jetzt kommt wieder keine Sau. Immer wenn Krieg ist, kommt kein Händler vorbei. Warum? Verstehe ich nicht. Haben die Angst, überfallen zu werden? Macht ja gar keinen Sinn. Och Mann. Wie sieht's aus mit der Eisenmisere? Mehr Eisenerz. Eisen bekommen wir ab und zu mal rein. Geht aber direkt wieder raus. Wird gegossen, hier wurden 20 gegossen, da werden 95 gegossen. Es geht also langsam voran. Siegelproduktion kann ich runterschrauben. Haben wir momentan eh keinen Ton. Kacke, ey. Verdammte Axt. Wie sieht's aus hier? Wie kloppen wir da rein?
Wie viele Eisenerze werden denn hier pro Jahr produziert? 121. Das ist doch gut. Holz haben wir auch wieder keins mehr. Die nächste große Baustelle bei mir. Holz. Hier haben wir doch noch einen großen Wald irgendwo, oder? Hier. Da können wir doch mal abreißen gehen. Schön Lebensräume roden. So kennen wir das. Eieiei. Papier ist stabil. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Dürre, ja, Dürre ist okay. Ist jetzt eh Winter. Du kommst ein bisschen spät, um mich zu ficken. Sagen wir es so, wie es ist. Wurde, glaube ich, schon alles abgeerntet, oder? Ja, Felder sind leer, perfekt. Scheiß auf die Dürre, wer braucht dich? Es war jetzt kein Bodyshaming. Ich wollte es nur mal am Rande erwähnen. Was haben wir hier? Keine Kohle. Ja, ist doch toll, ist doch schön. Mann! Weil es überall an Eisen fehlt. Verdammte Scheiße. Oh, macht mich schwach momentan. Ich weiß, es sind immer die gleichen Themen. So Richtung Endgame oder gerade im Endgame ist es, glaube ich, immer mal wieder die Wirtschaft, die uns da zwischengreift. Es ist halt viel Micromanaging geworden. Aber noch lange nicht so schlimm wie bei Anno. Wobei ich auch mal wieder Bock auf Anno hätte. Ich hätte auch Bock, vielleicht komme ich pünktlich dazu, Frostpunk 2 aufzunehmen, was ja in 10 Tagen released werden soll. Das wäre natürlich geil, nur leider gibt es momentan mein Konto nicht her. Weil das werde ich auf jeden Fall nachlegen. Eigentlich wollte ich mit Frostpunk 1 noch reingehen auf dem Kanal. Aber dann habe ich gesehen, dass Frostpunk 2 rauskommt und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Warum nicht gleich mit Frostpunk 2 reingehen? Aber das muss jetzt leider noch drauf warten. Zumal habe ich ja noch Eastshade läuft quasi auf dem Kanal jetzt mittlerweile aus am 6. Juli. Das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Dann brauche ich dafür auch noch ein Projekt und Frozenheim habe ich ja jetzt pausiert, das läuft ja gar nicht mehr jetzt weiter. Dafür bräuchte ich quasi auch noch einen Ersatz. Ich bin momentan tatsächlich am fröhlich dahin daddeln, hier in Fades Frontier. Da geht mir, glaube ich, momentan gar kein Material aus, das macht mir mega viel Spaß und Zankenland. Und jetzt momentan tue ich mich tatsächlich schwer, neue Projekte zu finden, weil ich die alten echt lieb gewonnen hatte. Aber wie es dann halt mal so ist, ne? Alles geht irgendwann mal vorbei. Ein Händler ist da. Gott sei Dank. Der kein Eisen dabei hat. Das ist ja schön. Ah. Der kauft jetzt tatsächlich Konserven. Aber was ist denn da los? Warum haben wir so wenig Konserven? Wir hatten mal 2000 auf Lager. Liegt es an der Glasware? Nee.
dem können wir noch einen definierteren Bereich geben. Gerade hier hinten. Den Rattenfänger. Da packen wir direkt mal 4 rein. Okay, nächster Händler, komm schon. Habt doch mal Eisen dabei, irgendjemand. Mann, ihr seid doch alles... Oder? Der hat Eisen dabei. Und das zu einem guten Preis. Ich würde ihm die Hälfte einfach mal abkaufen. 314 sind das. Und dem würde ich ein paar Möbel auf die Nase drücken. Der hat richtig gute Preise, Alter. Was hat er noch Feines? Eisenerz brauchen wir nicht unbedingt. Hellebarde ist mir zu teuer. Wir könnten noch ein bisschen Werkzeuge einkaufen. Sind die gleich wieder weg für die 3000? Und dann warten wir. Warten wir mal noch auf den anderen Schmodder, der hier vielleicht noch gleich geliefert wird. Weil guckt euch die Preise an. Den würde ich gerne ausnehmen. Mit dem würde ich gerne noch ein bisschen mehr in den Handel reingehen. Vor allem würde ich ihm gerne das Eisen noch komplett abkaufen wollen. Dann haben wir sehr viel für die Überbrückung da. Weil für den Preis, gib her, take my money. Kam noch ein Händler. Was hat der anzubieten? Ach, Belda, mein Freund. Jetzt hast du endlich mal einen moderaten Preis für Pferde. Na, siehst du. Boah, die sind aber auch teuer, ne? Ich kauf mal 2. Belda. Jetzt haben wir ein kleines Highlight hier, ne? Wir haben seit Jahren mal irgendwas gehandelt. Ist dir das klar? Der ist aber auch hartnäckig, ne? Der kommt trotzdem jedes Mal hierher. Vielleicht liegen wir gerade so auf seiner Route. Vielleicht bietet es sich's an. Okay, komm. Ich kaufe dir mal alles, was er hat. An Werkzeugen auf. Weil das ist ein extrem guter Handel, den wir hier gerade am Start haben. Anders können wir es nicht nennen. Das ist wirklich, das ist ein Träumchen, was hier gerade abging. Das ist genau das, was wir brauchen. Mehr kann ich dir leider nicht abkaufen. Das war's dann. Vielen Dankeschön. Und Firm. Warum hat denn das Nutzvieh Hunger? Why? Können wir jetzt endlich mal den Tempel verbessern? Nein. Stein und Holz. Immer noch. Ah. Belda, hast du zufällig? Belda, das ist einfach enttäuschend, Mann. Ich meine, schön und gut, dass du deinen Stammkunden immer das Gleiche bieten möchtest. Macht vielleicht auch bei manchen Sinn, aber du weißt genau, ich kaufe von dem Zeug, was du hast, nichts mehr ein. Wie wär's mal mit neuer Ware in deinem Sortiment? Schon mal darüber nachgedacht, mein Freund. 11 Menschen, die beitreten möchten.
Okay, nehmen wir euch mal auf. Wir müssen uns in den nächsten Folgen mal wirklich darum kümmern, dass die Nahrungszufuhr wieder sich verbessert. Weil wir wachsen und wachsen und wachsen. Aber wir haben uns seit Folgen nicht mehr um die Nahrung gekümmert. Und wer ist schuld daran? Richtig. Grün. Zwei Häuser müssten ausreichen. Okay, cool. Gebäude steht in Flammen. Könnte man da machen? Zugucken? Boah, Holzbretter, ihr geht mir auf den Keks, echt. Mit euren dämlichen Holzbrettern. Kann doch langsam nicht mehr angehen, schämt ihr euch nicht. Gott. Ich weiß gar nicht, wie viele Sägereien wir jetzt mittlerweile haben. 4? Oder noch mehr? Heilige Axt, echt. Au! Was war das denn gewesen? Ist da jemand gestorben oder ist da irgendjemanden ein Laib Brot auf den Fuß gefallen? Oder ist irgendjemand durch ein Laib Brot auf den Fuß fallen gestorben? Tatsächlich ist jemand gestorben an Altersschwäche. Hat ein Laib Brot dabei. Ja, geil. Schön. Ah, herrlich. Das Spiel ist so schön. Dann werten wir jetzt hier noch auf. Nahrungsvorräte. Monatsreserven 2. Wir könnten noch eine Räucherei bauen, sehe ich gerade. Wir bauen mal noch eine. Haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal vor Jahren angefasst, so eine Räucherei, oder? Am Anfang des Spiels irgendwann mal. Bei gefühlten Jahrtausenden. Bauen wir die hin? Gar keinen Platz mehr hier, verdammt. Was ist denn da los? Wieso angehalten? Ihr sollt arbeiten. Warum?
Jetzt mal ehrlich, wieso ist es auf Pause? Und wieso kann ich da keinen mehr reinsetzen? Ich bitte euch, ich will, dass da jemand drin arbeitet. Kann man das denn pausieren? Ich meine, hier habe ich die Leute rausgehauen, aber pausiert? Ich habe nichts pausiert. Was soll denn das? Was ist das für ein Hexenwerk? Ich glaube, ich hole gleich den Scheiterhaufen raus. Und da verbrennen wir diese Schmiede hier einfach. Oh nee, das kostet sogar was. Okay. So, wie sieht's denn hier mittlerweile aus? Schön, cool. Alles besetzt, alles funktioniert, alles läuft. Nur eine Schmiede hält sich in unseren Ländereien. Keine Bäume mehr. Ja, da pflanzt doch welche. Komm mal. Nur eine Schmiede rebelliert gegen uns. Gegen das Patriarchat, welches wir erschaffen haben. Verstehe halt auch nicht, warum plötzlich da pausiert worden ist. Keine Ahnung. So, ein Händler ist da. Nope. Kein Interesse. Ich hätte jetzt einfach mal Interesse daran, dass meine Schmiede funktioniert. Wo sind die Arbeiter, die hier die vier Steine reinbringen sollen? Verdammte Axt. Dorfbewohner haben die Schule abgeschlossen. Ja, das ist schön für euch. Sorgt gefälligst dafür, dass die Schmiede funktioniert. Och.
direkt auf verbessern. Aber hier bitte priorisieren. Ah. Was hast du? Kohle. Ist auch nicht wirklich was Interessantes zum Handeln dabei. Ist das euer Ernst? Ihr habt 25 Steine dahin gebracht, aber den einen Stein konntet ihr nicht mal ganz kurz um die Ecke bringen? Boah! Leute! Das ist ja wie Baustellen hier in Deutschland. Ja, wir können das Theater verbessern. Mit dem Stein, das dauert noch Ewigkeiten. Komm, wir verbessern jetzt endlich mal was. Und das wird das verdammte Theater sein. Davon haben wir genug. Von allem. Es ist immer noch pausiert. Was soll ich dagegen machen? Ich habe hier keinen Pauseknopf. Weil, warum? Wieso? Es ist ja nicht mal jemand da, der arbeiten möchte. Ich verstehe es halt nicht. Echt nicht. Gebäudeproduktion umschalten. Auf was? Was ist das hier für ein Knopf eigentlich? Produktion dieses Gebäude wurde ausgeschaltet. Achso. Und was heißt dann Produktion angehalten? Das muss doch einen Grund haben. Ich schalte mal jetzt nach und nach die Holzkohlemeile ab. Bei Kohle sollten wir jetzt durch die Mine gut ranbekommen. Da baller ich mal alle rein, dann schalte ich die Holzkohlemeile ab. Und zur Überbrückung. Zur Überbrückung. Wir haben ja noch eine ganze Menge. Wo haben wir es denn? Hatten wir nicht noch eine ganze Menge? Hier. Packen wir dann einfach mal wieder in die Stadt. Haben wir 409 Kohle. Dann müssen wir uns da keine Gedanken machen. Ziegelei haben wir auch ausgeschaltet. Davon haben wir viel. Momentan noch. Da müssen wir uns keinen Stress machen. Ja, genügend Arbeiter. Aber ich habe doch eigentlich genügend Arbeiter. Ich dachte, das würde auch vollkommen ausreichen. Stimmt, wie sieht's mit dem Käse aus? Milch habe ich momentan keine. Ich weiß nicht, ob die schlecht geworden ist.
Wir können da auf jeden Fall nochmal zwei reinsetzen, um die Käseproduktion zu erhöhen. Dann fehlen hier jetzt noch 26 Ziegel. Dann haben wir eine astreine, geile, ein astreines neues Theater. Na, das wird auch noch auf sich warten lassen, wie es scheint. Die kümmern sich gerade um die Türme. Auch nicht unwichtig. Oh. Ja, Pornös, guckt euch das Gebäude an. Das ist doch mega schön. Oh, I love it. Das sieht echt schön aus. Richtig geil. Ah. Jetzt fehlt nur noch ein geiler Tempel. Mit dieser kleinen Errungenschaft würde ich mich tatsächlich verabschieden. Wir haben jetzt endlich mal ein schönes Theater. Also das alte war auch schön, aber ich meine, guckt euch das Gebäude an. Mega nice. Wir haben immer noch unser kleines... Naja gut, das Eisenproblem haben wir ein bisschen durch Handel gelöst. Momentan wird es eher wahrscheinlich ein Nahrungsproblem werden. Obwohl wir genügend Getreide da haben. Vielleicht werde ich mal einen Blick in die Bäckereien werfen. Obwohl 120 Brot ist eigentlich auch noch gut. Die zweite Räucherei, sehe ich gerade, ist gut am Arbeiten. Aber nee, warte mal, habe ich die überhaupt gebaut? Doch, die ist hier, ne? Und da arbeitet nur einer drin. Okay. Vielleicht müssen wir noch eine bauen. Aber die ist gut dabei. Die macht ihren Job. Ja, es bleibt spannend. Wir haben jetzt tatsächlich auch ein paar Türme aufgewertet, beziehungsweise sind die gerade dabei. Die letzten Steine werden herangeschleppt aus unserem gelobten Land hier hinten. Da steht jetzt auch alles. Die ganzen Minen stehen. Wenn die angegriffen werden, dann heul ich, weil das ist arschteuer, was hier hinten steht. Und ich hoffe, dass wir uns dann besser gegen Feinde widmen können. Aber das wird schon irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal das Spiel ausmachen. Für mich wird es das letzte Folge in der Session sein, weil ich muss jetzt gleich arbeiten gehen. Es ist zwar 1.16 Uhr, aber... Ja, Schicht ist Schicht. Ach, ich muss sagen, eigentlich hätte ich eher Bock auf Bett. Ich hätte jetzt eher Bock auf Bett. Ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen müde. Aber irgendwie musste ich die Zeit vorbeigehen lassen. Und da dachte ich mir, komm, nimmst du noch ein paar entspannte Folgen Fahrtes Frontier auf, bevor du dann arbeiten gehen musst. Weil wenn du dich jetzt nochmal hinlegst, dann bist du noch zerknauscher als sonst. Und dann fällst du wenigstens nach der Arbeit müde ins Bett. Sodass du irgendwie in deinen Schlafrhythmus kommst. Genau. Da hinten wird der neue Turm gebaut. Das nehmen wir noch mit. Da ist er fertig geworden.
können wir auch einen reinsetzen. Ich glaube, da können wir auch mal gucken, ob wir in wirklich jedem Turm jetzt zwei Leute drin haben. Manche sind sogar ausgerüstet mit Armbrüsten. Das ist sehr schön. Das sollten eigentlich alle sein. Oh ja, hier können wir noch einen reinpacken. Ja, und der nächste Schwerpunkt wird sein Nahrungsmittel. Und dann mal endlich, dass wir hier in die Richtung kommen, dass wir hier mal irgendwas wuppen können. Momentan viel Zeit dauerhaft an Holzbrettern und noch an Steinen. Gold war jetzt das wenigste Problem. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Das schaffen wir schon. Genau. Ja. Und damit verlassen wir diese Aufnahmerunde für den Zukunftsfloki mit gar keiner Nahrung im Lager. Der wird sich darüber freuen. Dafür hat er Kohle. Soll er doch was einkaufen, der faule Sack. Macht's gut. Bis dann, haut rein. Euer Floki. Ciao. Dann die linke, beide machen Winke, Winke, Winke.